Gewalt ist keine Frage des Geschlechts. Die Art der Gewaltanwendung unterscheidet sich zwischen Männern und Frauen. Männer sind viel häufiger bei körperlichen Gewaltübergriffen beteiligt. Es ist gewissermaßen eine Art, sich zu beweisen, eine Art von falsch verstandener Potenz, dass man hier cool und gewaltsam jemanden niederschlägt und seinen Besitz gewissermaßen dadurch sich ganz zu eigen macht, seinen seelischen Besitz, wenn man ihn mit Gewalt bedroht. Im Eigentlichen ist das eine Schwäche und der oder diejenige, die Gewalt anwenden, sind immer sozial inkompetent. In ihrer Ohnmacht und in ihrer Wut, aber auch in ihrer Ansprüchlichkeit, den anderen zu besitzen und zu etwas zu zwingen, wenden sie Gewalt an und dann, wenn der oder die wehrlos ist, dann versuchen sie ihn ganz auf ihre Seite zu ziehen. Es gibt natürlich furchtbare Entgleisungen bei Beziehungsdaten, sogenannte Katatyme, Krisen, dass die Gewalt eskaliert, an einem harmlosen Auslöser einmal zu viel sich entzündet, der Geschirrspüler ist schon wieder nicht ausgeräumt beispielsweise und dann geht eine Gewaltspirale los. Das ist eine Domäne der Männer. Auch wenn sie verlassen werden oder wenn schon ein anderer im Spiel ist, bekanntlich Männer ertragen das schlecht. Die Konfrontation mit der eigenen Ehre, mit dem eigenen Besitz gewissermaßen, mit der Scham und mit der Kränkbarkeit, die ist in diesen Fällen bei Männern viel schlechter ausgerichtet. Frauen sind aber Meister der verbalen Gewalt. Frauen sind Meister der Gefühlsgewalt. Mit Frauenblicken kann man töten. Es gibt wenig Männer, die mit Blicken töten können. Frauen können es. Frauen töten durch Demütigung, aber auch durch körperliche Übergriffe, durch Verweigerung der Kommunikation, der Sexualität, durch Niedermachen des anderen. Das ist alles eine Domäne von Frauen. Es gibt Untersuchungen, größere Studien, die zeigen, Männer und Frauen sind in ihrem Leben circa gleich oft Täter oder Täterin. Nur die Art der Gewaltanwendung ist eine unterschiedliche. Frauen verüben selten körperliche Gewaltakte und Gewaltdelikte, somit auch Tötungsdelikte. Männer verüben das häufiger und es kann auch zu Entgleisungen vorkommen. Wobei man sagen muss, der gefährlichste Ort für einen Mann, zu Tode zu kommen, ist natürlich die Straße. Der gefährlichste Ort für eine Frau zu Tode zu kommen, sind die eigenen vier Wände. Frauen sind Beziehungstäterinnen, Konflikttäterinnen, kennen ihre Opfer, Männer sind es nicht. Es gibt aber noch einen ganz entscheidenden Unterschied. Männer haben keinen Opferstatus und fühlen den auch nicht oder haben ihn nicht gelernt zu artikulieren. Die Männerberatungsstellen wissen ein Lied davon zu singen. Es ist so, dass es gewissermaßen eine Scham ist, wenn ein Mann Opfer einer prügelnden Frau ist. Das schweigt er lieber zu Tode, bevor er wirklich etwas sagt. Es gibt auch keine Männerhäuser, oh ja, die gibt es schon, aber eigentlich nur für unterstandslose Männer und nicht für Männer, die von Frauen geprügelt werden. Männer schlafen lieber auf der Straße oder fahren eine Nacht lang lieber mit der Straßenbahn, als dass sie jemanden erzählen, dass sie von der eigenen Frau hinausgesperrt wurden, weil sie nicht so funktionieren, wie man es von ihnen erwartet. Oder wenn, dass sie vielleicht Wunden davon tragen oder blaue Flecken, weil sie von ihrer Frau geschlagen wurden. Es gibt Untersuchungen, die haben festgestellt, dass Männer es nicht gelernt haben, Opfer zu sein. Die fühlen sich immer gewissermaßen als Täter, beziehungsweise als jemand, der halt das zufällig abbekommen hat. Wenn eine Frau laut ausschreit, dann gibt es schon verschiedenste Menschen, die hinzueilen und dieser Frau helfen. Natürlich kommt es auch so davor, dass Frauen lange in einer gewalttätigen Beziehung bleiben, viel länger als es ihnen gut tut. Aber Männer tun das auch. Zwar zahlenmäßig weniger, aber man hört sie nicht. Man kann ihnen auch nicht wirklich helfen, zeitgerecht, weil sie kein Opfergefühl haben und in der Gesellschaft keinen Opferstatus. Das müsste sich ändern. Das müsste sich in all denjenigen Fällen ändern, wo Männer Gewalt erfahren. Und es müsste auch ein Betretungsverbot für Frauen geben, die diese Männer schlagen.
Das gibt es sicherlich in einem, nur in einem Bruchteil der Fälle, weil das vielleicht auch weniger häufig vorkommt. Aber das sind so Überlegungen, die ganz wichtig sind, auch dass Männer lernen über ihre Gefühle, Kränkungen, über ihre Verletzungen physischer und psychischer Art zu sprechen. Es wäre ein neuer Ansatz für eine gelungene Beziehung, die ohne Gewalt von einem der Geschlechter auskommt. Weitere Fragen, die Sie vielleicht alle kennen, über die aber niemand spricht, können Sie gerne in meinen anderen YouTube-Videos sehen oder auch auf meiner Homepage oder in meinen Podcasts hören.